Hey Paul, leg dir wieder einen Zahn zu und wir bewegen uns in die Jahresendrally in der letzten Welle. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Tevi Trades. Mein Name ist Attila Tevi. In diesem Video spreche ich mit Ihnen über die nächsten Zielzonen der PayPal-Aktie. Doch bevor es losgeht, lassen Sie auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit Sie in Zukunft keine weiteren Updates verpassen und mich dabei unterstützen, die 2000 Abonnenten zu erreichen. Vielen Dank dafür. Legen wir los. Herzlich willkommen zurück und ja, was soll ich sagen, hier gibt es auch nichts Neues zu sagen. Seit Wochen trackt hier meine Zeitzyklenprognose und wir werfen jetzt hier einen Blick rein, was hat sich seit dem letzten Mal geändert, wie geht es hier weiter, wie aktuell ist die Elliott-Wellenzählung vorangeschritten und ja, mit Blick auf den aktuellen Stand können wir sehen, dass wir jetzt ab hier wieder im Aufwärtstrend sind. Wir können in der Zeitzyklenprojektion sehen, hier war ein Wendebereich, ein Hoch. Das ist jetzt hier aus dieser kleinen Konsolidierung bzw. dieser Mini-Korrektur nicht zu sehen. Manchmal ist es so, dass die Struktur eben nicht ganz passt. Nichtsdestotrotz ist hier dieser Bereich als Tiefpunkt zu gelten. Und in dieser Konstellation dürfte es jetzt in die letzte Welle, der übergeordneten Welle 3 gehen. Und zwar hier oben bis in die Zone von 103 Dollar. Mal schauen, wie sich das Ganze hier ergibt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt hier eine kleine 1, eine 2 gesehen haben und ich jetzt hier eine 3, 4, 5 ausbauen, dürften wir in die Zone von 103 Dollar kommen. Man muss hier aber auch mal schauen, ob es wirklich die Zone wird oder ob es etwas geringer oder höher ausfällt. Wichtig ist an dieser Stelle hier folgenden Zeitbereich zu beachten, und zwar, das ist der 29. November. Von hier aus sollten wir das Top der Welle 3 erreicht haben. Und dann dürfte es hier in die Welle 4 runterlaufen. Wie weit diese Welle 4 hier runterläuft, kann man dann berechnen, wenn eben diese Welle 3 ausgebaut ist. Mögliches Szenario wäre natürlich, dass wir hier davon ausgehen, dass die Welle 3 die 103% macht. Dann können wir auch gerne mal das Fibonacci Retracement hier anlegen. Dann wäre das vom Tiefpunkt der 2 bis hier hoch. Das wären die 100%. Das Optimalziel für die Welle wäre dann eben bei 85,78 Dollar. Also Sie sehen, das könnte hier doch durchaus nochmal einen großen Rücksetzer geben. Heißt aber nicht, dass es so sein muss. Möglicherweise halten wir folgenden Trendwinkel. Das würde bedeuten, dass wir hier eben nur die 23% machen und entsprechend würden wir dann folgenden Verlauf hier sehen. Gegebenenfalls ist das, wie gesagt, die 1, 2, jetzt haben wir hier eine 3, 4, 5, der übergeordneten Welle 5 und dann dürfte hier in einer A, B, C das Ganze runterkommen, bis es dann von hier aus weiter nach oben läuft. Das ist mal das aktuelle Bild zur PayPal-Aktie. Wer kurzfristig hier nochmal handeln will, hat hier die Möglichkeit, denn wir sollten diesen Trendwinkel hier nicht durchbrechen. Wir hatten hier bereits eine 3, 4. Dieses Tiefe sollte auf jeden Fall nicht rausgenommen werden. Das heißt, das Risiko ist ja auch kurzfristiger Basis überschaubar. Und wer natürlich langfristig das Ganze hier mitnehmen will, kann hier meines Erachtens nicht falsch machen. Hier wäre die übergeordnete Zielzone der Welle 5. Von dort aus dürfte es dann nochmal hier ein Stück weit runterkommen. Dann ergibt sich dann die neue Chance, hier nochmal einzusteigen, wenn man möchte. Das war das kurze Update zu PayPal. Ich hoffe, das Video war hilfreich und informativ für Sie. Ich versuche das Ganze hier relativ kurz zu halten mit meiner Methodik. Das sind hier keine Signale etc. Das sind Informationen, mit denen Sie arbeiten können und für Sie das Beste rausholen können, gegebenenfalls zu Ihrem System addieren können, wie auch immer. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend und nicht das Abo vergessen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.